anders als du bist anders als er ist anders als sie. Na und? Das macht das Leben eben bunt. Auf der Schwäbischen Alb nahe Ulm liegt die Kreativschule von Ingeborg Kabitz. Seit 30 Jahren ist die Künstlerin nun schon aktiv. Im Dienste vieler bunter Ideen, die Kindern und Erwachsenen den Zugang zur eigenen Fantasie öffnen sollen. Im Fokus ihres Schaffens liegt mittlerweile die Vario-Schablone. Ein Bastelwerkzeug, das groß und klein Raum für eigene Ideen bietet. Vorgegeben sind lediglich einfache geometrische Grundformen, die jeder nach eigenen Vorstellungen ausgestalten kann. Und aus denen kann man ganz gute Sachen machen, finde ich. Die Eduard-Mörike-Grundschule in Blaustein hat das Konzept im Rahmen ihrer Projektwoche auf Herz und Nieren geprüft. Und es war wirklich erstaunlich, was für Ideen die Kinder eben hatten, mit den Formen auch, was da zustande gekommen ist. Also wirklich überraschend. Wir machen zu den Schablonen einfach ein Buch. Ob Papier, Stoff oder Filz, geklebt oder aufgehängt, die Vario-Schablone ist ein wahrer Verwandlungskünstler. Die Vario-Schablone besteht aus Edelstahl, 6 verschiedene Platten mit 3 positiven und 3 negativen. Daher auch ihr Name. Vario für variieren. Jetzt könnte man ja denken, Mensch, Schablone, was hat denn das mit Kreativität zu tun? Im Gegenteil, die Einfachheit der Form, die inspiriert. Denn die Vario-Schablone heißt nicht nur basteln, sondern bietet ein einmaliges pädagogisches Konzept. Im Zeitalter der medialen Reizüberflutung den Weg zur eigenen Fantasie zu öffnen. Wir machen manchmal Igel, wir machen auch manchmal Blumen, wir machen alles Mögliche. Und wir machen manchmal Schildkröten. Und wie den Kindern, so ging es uns auch, wenn sie einfach eine Form vor sich haben und jetzt heißt, mach mal was draus, dann sind sie am Anfang vielleicht mal kurz blockiert, aber irgendwann sprudeln die Ideen. Und irgendwann kann man sich gar nicht mehr entscheiden, was mache ich denn jetzt? Mache ich ein Riesenkunstwerk? Mache ich ein Windrad? Mache ich einen Marterpfahl aus diesen Formen? Also es ist ein kleiner Input, der zu ganz viel Kreativität führen kann und hier auch geführt hat. Zum Beispiel jetzt für Blumen brauchen wir einen so einen Stängel. Dann müssen wir so eine Form nehmen, also zuerst mal für die Blütenblätter und dann müssen wir aufzeichnen mit der Schablone, dann müssen wir es ausschneiden und dann draufkleben. Also jetzt kommen unsere 2 Kinder aus der Stadt und die stehen jetzt hier und dann sagen die, habt ihr aber schöne Gänse, ich habe noch gar nicht. Auch das Zwischenmenschliche kommt nicht zu kurz. Also hier haben wir jetzt unser Kunstwerk vor uns liegen. An diesem Kunstwerk hat die Projektgruppe von Ingeborg Kabitz ein ganzes Schuljahr gearbeitet und dabei auch gelernt, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Die Vario-Schablone. Kunst, die verbindet. Ich bin anders als